Das Fußballstadion von Borussia Dortmund. Dort, wo normalerweise der Ball rollt, wird die Sommerpause der Bundesliga genutzt, um den Rasen auf Vordermann zu bringen. Kein Problem für Michelle. Sie hat es gar nicht auf Fußball abgesehen, sondern auf die Sitze im Stadion. Auf Dauer sind die ganz schön unbequem. Nach dem Spiel folgt meist auch noch die Heimfahrt auf dem Autositz, der oftmals nicht viel rückenfreundlicher ist. Michelle macht sich auf die Suche nach dem perfekten Sitz. Deine Lösung hat Opel dafür. Rückengerechtes Sitzen ist Opel ein wichtiges Anliegen. Die Rüsselsheimer wollen das auch in der Kompaktklasse anbieten. Und wo ließen sich die Komfortunterschiede anschaulicher zeigen als bei einem Vergleich mit den Sitzen eines Fußballstadions? 2003 hat Opel im Insignia den ersten von Experten des Vereins Aktion Gesunder Rücken e.V. ausgezeichneten Sitz vorgestellt. Heute gibt es Sitze mit AGR-Zertifikat in vielen Modellen wie Astra, Mokka, Cascada, Meriva und Zafira für Fahrer und Beifahrer. Die richtige Sitzposition und der sichere Verbleib im Sitz ist besonders bei einem Unfall von entscheidender Bedeutung. Für ein entspanntes Reisen ist es außerdem wichtig, dass der Sitz die Wirbelsäule individuell entlastet und so ein optimales Arbeiten der Muskeln ermöglicht. Die zweite Generation der AGR-zertifizierten Ergonomie-Sitze ist jetzt auch mit Massage- und Belüftungsfunktion ausgestattet. Ein großer Unterschied zu den Stadionsitzen. Also ein Schalensitz, das Wort sagt es auch schon, es ist einfach eine gegossene Masse. Es ist gar nicht verstellbar, es ist also ein Guss. Wenn Sie das jetzt mit dem Ergonomiesitz ein bisschen vergleichen wollen, dass man dort aktiv lebendig ist. Also ich glaube, kein Fan bleibt mehr als 5 Minuten sitzen, sondern es ist ständig immer Bewegung. Im Gegensatz zu einem Autositz, dieser Ergonomiesitz muss für den Menschen bei seiner relativ passiven Sitzposition immer wieder Einstellmöglichkeiten bieten. Die Individualität und unserem sensiblen Organ der Wirbelsäule muss es entsprechen. Und dementsprechend haben wir hier auch die Einstellmöglichkeiten im Gegensatz zum Fanstuhl, zum Stadionstuhl. Die Einstellung der passenden Sitzposition beginnt mit der richtigen Entfernung der Sitzfläche zu den Pedalen. Die korrekte Sitzhöhe ist entscheidend für die Sichtposition und damit das optimale Blickfeld des Fahrers. Die Rückenlehne unterstützt die aufrechte Sitzposition. Die Handgelenke sollten entspannt über das Lenkrad hängen können. Indem man die Sitzfläche neigt, lässt sich der Druck auf die Sitzhöcker reduzieren und der Abstand zu den Pedalen wird so der Unterschenkellänge angepasst. Bei den Ergonomiesitzen bietet die flexible Sitzflächenlänge kleinen und großen Personen eine optimale Oberschenkelauflagefläche. Entscheidend für eine gute Beweglichkeit der Wirbelsäule ist die Unterstützung im Lendenwirbelbereich. Hier bietet der neue Ergonomiesitz nicht nur die sogenannte Lordosenstütze, sondern auch eine Massagefunktion. Außerdem lassen sich die Wangen der Rückenlehne und der Sitzfläche zur individuellen Unterstützung an den Körper anpassen. Mit ihrem frisch erworbenen Wissen über die richtige Sitzposition startet Michelle ihren Selbstversuch im neuen Opel Astra. Die Ergonomiesitze sind für dieses Modell als Extra zu einem Preis von 390 Euro in Deutschland erhältlich. Natürlich dauert es einen Moment, bis alle Komponenten des Sitzes richtig eingestellt sind. Doch die Mühe zahlt sich aus, denn dank der neuen Memory-Funktion kann sich der Sitz die individuellen Einstellungen von 2 Personen merken. Vor allem auf langen Strecken soll der Sitz den Fahrer weniger ermüden. Doch eins fällt Michelle natürlich sofort auf. Der erste Eindruck von den ergonomischen Sitzen hier im Astra ist ganz positiv. Auf jeden Fall besser als die Sitzschalen im Stadion. Bei der Massagefunktion im Sitz wird unten in den Lendenbereich Luft reingepumpt und wieder entlassen. Und das Gleiche passiert auch ungefähr auf Höhe des mittleren Rücken. Das fühlt sich ganz angenehm und entspannt an, aber so nach 10 Minuten reicht es dann wirklich. Man muss es ausstellen.
Gedacht ist diese Funktion, um auf langen Strecken die Durchblutung und damit die Konzentration zu steigern. Das Beste an diesem Sitz ist natürlich, dass man ihn auf sich individuell einstellen kann. Das heißt, ich kann den Seitenhalt verbessern, ich kann die Länge verbessern, meine Beine schlafen nicht mehr ein. Um ganz ehrlich zu sein, muss ich gestehen, dass der ergonomische Sitz von Opel mich wirklich überrascht hat. Ich fühle mich richtig wohl und ich kann mir so gut vorstellen, mit dem auch auf längeren Strecken unterwegs zu sein. Und was kann man in Zukunft noch vom Sitz erwarten? Der Automobilsitz ist ja heute schon ein extrem komplexes Bauteil, mit das teuerste am ganzen Auto. Die Herstellungskosten, etwa 10% davon, gehen schon heute auf das Thema Automobilsitz. Aber die Entwicklungsdynamik, die ist nach wie vor enorm. Wir haben bei uns in der Vorausentwicklung viele spannende Themen, die in Vorbereitung sind. Also gerade die Themen Sicherheit, Funktionalität, Design, die werden sich noch ganz enorm entwickeln. Also es wird uns nicht langweilig und ist noch viel, was wir als Opel hier in der Pipeline haben. Auch beim Gewicht soll bei den Sitzen künftig gespart werden. Bei so einer komfortablen Anreise zum Stadion, wer weiß, vielleicht sieht man in Zukunft ja doch den einen oder anderen Fußballfan, der seinen Autositz einfach mit ins Stadion nimmt.